Willkommen zu eurer täglichen Portion Multigeschichtsvitamin. Heute geht es um eine Präsentation über das Frauen- und Männerbild im 19. Jahrhundert. Früher herrschte ein festes Idealbild von Männern und Frauen. Die Männer gingen arbeiten und waren politisch tätig. Die Frauen hingegen mussten sich um den Haushalt und die Kinder kümmern. Sie durften nur nach Zustimmung des Mannes arbeiten, doch jedoch nur für einen geringen Lohn. Nur Unverheiratete durften Lehrerin werden. Doch das auch nur, um ihren Familien im Alter nicht zur Last zu fallen. Denn Frauen gelten in dem Berufsfeld als unfähig. Das Gesetzgebung war auf den Männern zugeschnitten. Dennoch waren viele Familien auf den Lohn der Frauen angewiesen. Erst seit 1909 durften Frauen studieren. Auch in der Politik wurden Frauen benachteiligt. Ab 1908 durften sie in Partei eintreten, das Wahlrecht erlangten sie jedoch nicht. Erst nach dem Zerfall des Kaiserreichs bekamen sie volle politische Rechte. Innerhalb des Kaiserreichs forderten Frauenbewegungen unter anderem volle Rechte für das Abitur und alle Lehranstalten. Alle Frauen sollten höherwertige Berufe besetzen dürfen. In der Ehe sollten Frauen die vollen Rechte besitzen. Menschenrechte haben kein Geschlecht, stellt die Frauenrechtlerin Hedwig Dohn 1876 klar. Das war's auch schon wieder von unserem Video. Bis zum nächsten Mal.